Kyrie. When I was a kid, I was alone. You and Kratos were all I knew. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! I'm not letting you die! This is curious. Nero. What form of power is this? What the hell? This ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen, Deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil, V, whatever you call yourself, Dante's not gonna die here, and neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. Oh, that bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. Okay, alles klar, Alter. Stand down. What the fuck? Alter, was geht denn jetzt ab? Und Virgil blockt trotzdem noch alles, wa? Ja, alles klar. Okay, der ist schon mega geil präsentiert, der Fight. Wasser, na, am Tommeln. Holy crap! Both fucking assholes.
Komm schon, Neo. Komm schon, Nero. Jawohl, Alter. Boah, ist heftig drauf, Alter. Interesting. Oh, brother. You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait! Where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. I'm still in freaking shock. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm, it's nice. So, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a cry, baby. Does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... yeah. I know. I wouldn't be here without him. That's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy, it's okay to cry if you want. I'm not crying.
devils cry. I'm not gonna Children's cry. Kittens cry? Will you meow. Shut up? But will you stop cry? It? Woof. Look at you. You're nobody. Why nobody's do you cry crying, my shoulder? All right? Stop Devil saying cry. Cry my shoulder. I know you, you wanna. You say cry again. Devil may cry. For... You said it. Hey, Kitty. Yeah, I'm coming home. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh yeah, he's got a huge surprise. Will you shut up? Shh. No, 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 Kitty, not you. Nico, you know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Got an arm. I'm good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, devil's cry, huh? Let's hear what that sounds like! Okay! Freunde! Ah, wie geil, Alter! Nero's Devil Trigger. Alter, okay, krass. Krass, krass, krass. Ja, Freunde, ich habe keine Ahnung, ob jetzt gleich noch mal ein bisschen was kommt oder nicht. Aber ich werde trotzdem schon mal mein Fazit raushauen für das Spiel. Ja. Was soll ich sagen? Es ist tatsächlich, Freunde, das Spiel ist für mich tatsächlich sehr... sehr starkes zweischneidiges Schwert. Im wahrsten Sinne des Wortes, Rolle. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Die Grafik, brauchen wir gar nicht drüber reden, Freunde. Die Grafik und die Cutscenes sind mega, mega geil. Ja. Auch einige Bossfights sind richtig geil. Viele Gegnertypen, die mir sehr, sehr gut gefallen vom Design her. Auch viele Bosse, allgemein, dass es viele Bosse gibt, fand ich sehr, sehr geil. Das finde ich immer, immer sehr, sehr nice. Und die sehen halt auch cool aus, überwiegend sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, stylische Cutscenes, mega fette Optik, ohne Witz. Mega fette Optik. Das Gameplay hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt. Aber ich persönlich für meinen Teil fand die Story, bis, ich sag mal, auf die letzten 3-4 Missionen, wo dann so langsam Virgil zurückgekehrt ist und bekannt wurde, dass er sein Sohn ist, fand ich auch ein bisschen, bisschen mager, die Story. Ich glaube, es geht doch noch weiter, oder? Es kommt bestimmt noch eine Mission. Aber trotz allem, es wird sich nichts ändern an dem Fazit von mir. Also wie gesagt, das ist alles, es gibt sehr, sehr viel Geiles, ja, in dem Spiel. Nicht nur die Optik, sondern auch die Steuerung und alles. Aber die... die größte Schwäche ist meiner Meinung nach das Level-Design. Das ist wirklich sehr schlecht, finde ich. Echt stellenweise. Sehr langweilig. Na, war ja klar, dass es noch jetzt kommt, oder? Komm, lass mich doch einmal Virgil noch steuern. Komm, Alter, du kannst mich jetzt nicht aus dem Spiel rauswerfen, wenn ich nicht einmal Virgil steuern durfte. Das wäre frech. Das wäre echt frech jetzt. Na komm. Komm schon. Spiel! Lad mal! Hallo? Hallo? Hm. Au, hier geht's wieder weiter mit den Abspann. Ja, wie gesagt,
Okay, der Abspann ist auch schon wieder ganz cool, dass du währenddessen kämpfen kannst. In dieser fetten Optik, das meine ich halt. Das ist schon wieder optisch sehr, sehr nice. Aber ich, ja, wie gesagt, die Story war sehr schwach. Überwiegend über das komplette Spiel gesehen fand ich die ein bisschen zu wenig. Und das Level-Design, Freunde, es ist wirklich, also da kann man sagen, was man will. Auch als Hardcore-Fan muss man zugeben, dass das Level-Design nicht besonders geil war und sehr, sehr langweilig stellenweise. Alleine gefühlt 10 Level in diesem Baum verbringen, ob das mal jetzt braun war oder rot war oder weiß war oder so. Die Levels waren gleich, waren extrem schlauchig. Und ich finde persönlich, gerade in Sachen Level, Architektur und wo du unterwegs bist in den Levels, haben sie so viel Potenzial verschenkt. Ja, du bist da in irgendeiner zerbrochenen Stadt bist du unterwegs, dann bist du in einem oberen Tunnel unterwegs und dann bist du halt in diesem Tunnel, in diesem Baum, in verschiedenen Farbpaletten unterwegs. Aber ey, da hätte man auf jeden Fall mehr rausholen können. Das finde ich persönlich wirklich die größte Schwäche bei Devil May Cry 5. Und nicht so eine Schwäche, wo man sagt, ja, ist schwach, sondern ich finde es richtig schlecht stellenweise. Aber es ist nur meine Meinung, das Level-Design. Wie gesagt, weil es halt sehr schlauchig, langweilig, immer wieder das Gleiche ist, gefühlt. Oftmals. Und das kann für mich mit der fetten Action und so weiter nicht mithalten. Deswegen sage ich, sehr zweischneidiges Schwert. Ja, aber es ist, wie gesagt, ist nur meine Meinung. Ist nur meine Meinung, wie immer halt, ne? Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Und, was ich auch schon mehrfach gesagt habe, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht wirklich blocken kann. Und ich finde es schade, dass das Ausweichen nicht cool ist. Also, nur, du musst anvisieren und kannst dann nur seitlich ausweichen, finde ich persönlich für so ein Spiel auch eher nicht so geil. Hätte ich mir was anderes gewünscht, ehrlich gesagt. Aber, naja, wie gesagt, es ist schwer, so, es ist schwer. Abgesehen von dem Ausweichen und der stellenweise schrecklichen Kamera ist das Gameplay mega geil. Fette Action, fette Cutscenes, coole Typen, coole Gegner, coole Bosse. Aber wie gesagt, dann halt das sehr, sehr schwache Level-Design und sehr repetitiv die Levels und Story ein bisschen. Ja, wie gesagt, weiß nicht. Ich drehe mich jetzt im Kreis. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich überspringe das jetzt mal. Mal gucken, ob jetzt wirklich nochmal was kommt. Das kann ja nicht das Ende gewesen sein, oder? Irgendein Teaser muss da noch kommen. Ansonsten, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung da für das letzte Video. Wäre sehr, sehr nice. So, jetzt ist doch Nero da, oder? Am Tisch. Ja. Nee. Lady. Und Nero? Wo ist er? Wow. No sign of him. Nothing. Yeah. Then can I have this office? Because I've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere. No. I don't think so. I rather quite like it. Oh, I hate to spoil your dreams, ladies, but that shit ain't gonna happen. What do you mean, Morrison? See, there's this deed to this place, and I have it. Why do you? Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like, my dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches. Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. What is important is I have a job for you too. Cause the rent ain't free. Score for Dante. I'm up one. When did you learn to count? We're even.
You know, I'm starting to think this is never gonna end. Maybe. You got plenty of time. Ja, Freunde, alleine die Cutscene jetzt. Kommt jetzt noch was oder ist es das Ende jetzt? Alter, keine Ahnung, Alter. Gefühlt kommt jetzt noch was. Vor allen Dingen ist das jetzt mit den beiden Frauen angedeutet, dass es vielleicht ein DLC mit den beiden gibt. Ich bräuchte es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss nicht unbedingt Devil May Cry spielen, wo ich jemand anders spiele als Dante oder Nero. Obwohl der DMC Devil May Cry DLC mit Virgil hat auch Bock gemacht. Also die drei ist in Ordnung. Ja, keine Ahnung, Leute. Könnte trotzdem cool werden. Wer weiß. Nun gut, ist es das jetzt gewesen? Ich weiß es nicht genau. Wenn wir jetzt im Menü landen, dann ist es das gewesen. Okay. Freunde. Damit wären wir durch mit Devil May Cry 5. Komm, sag's. Devil May Cry. Ja. Gut. Freunde, ja, wie gesagt, mein Fazit habt ihr gehört. Muss ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Lasst gerne eure Meinung in die Kommentare da. Danke, wie gesagt, an die verbleibenden Unterstützer dieses Projektes, Supporter, vielen Dank, dass ihr am Ball geblieben seid. Und ja. Wir hören uns. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.